Sugar Mountain hat eine Vergangenheit, hat eine industrielle Geschichte und plötzlich wird so ein industrieller Raum wird irgendwie zur Begegnungsstätte, wird neu interpretiert, wird künstlerisch interpretiert, wird als Plattform verwendet und damit als Plattform für ganz vielfältige Aktivitäten. Insofern sind solche Räume einzigartig, erhaltenswert und auch genau die richtigen Räume, wo auch Mini sein muss. The idea behind the car is very much about the generation of people in the world that are coming up right now, because we're all very concerned about climate change, waste, about sustainability, and so it seemed to be like a natural approach to designing a car that was very much about thinking ahead, thinking to the future and thinking about future generations. Die Motivation, in so eine Richtung Visionsfahrzeug zu gehen, kam aus dem Team und aus der Frage nach der Designvision in Zukunft. Wofür steht die Marke MINI? Wofür kann die Marke MINI in 2030 stehen? Und dann war auch klar, dass wir eigentlich nicht mehr von einem klassischen Fahrzeugkonzept sprechen, sondern eben genau mit einem raumfunktionalen Konzept wie den Vision Urbanaut.